Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4. Komm schon, irgendwas gleich hier zum Anfang, damit das cool ist, ihr versteht schon. Oh, das ist... Multikill. Das waren drei Leute, würde ich sagen. Drei Leute. Also, wo waren wir stehen geblieben? Operation Whitehouse, Conquest Large. Wir spielen auf dem DICE-Server. Ja, und das war's eigentlich auch schon wieder im Großen und Ganzen. Bis auf, dass wir halt gerade drei Leute mit der Glock weggezwirbelt haben. Na klar, die waren ein bisschen angeschossen und so weiter, aber trotzdem... Ich sag's ja immer wieder, ne? Spielt die Glock, wollte ich sagen. Komm. Bam, erwischt. Dann ist noch einer. Okay, der ist auch weg. Das sieht doch ganz gut aus. Dann haben wir den Punkt ja einigermaßen safe. Jetzt heißt es eigentlich wieder das alte Spiel. Wer kriegt die Fahrzeuge? Ne, wir werden noch beschossen. Da. Ne, der ist auch da. Okay. Da, warte, du. Ja, sehr schön. Da gibt's auch was zum Anvisieren. Ich muss wieder raus und komm. Ach, jetzt ist es weg. Jetzt kann ich hier nicht mehr drauf. Jetzt muss er doch laufen. Nein. Na gut, machen wir uns trotzdem aber so oder so auf den Weg. Ich meine, hier zum Beispiel so eine Höhle. Ich verstehe nicht, warum sie die nicht eher noch versucht haben, hier mit einzubinden. Zum Beispiel zwischen den Punkten oder sowas. Weil hier hat man richtig coole Schluchten eigentlich. So zwischen diesen einzelnen Gletscherspitzen und sowas alles. Und das hätte man durchaus noch mit einbringen können. Ich finde, die ist teilweise dann irgendwie zu offen. Vor allen Dingen hier draußen. Vor allen Dingen, wenn man halt kein Fahrzeug hat oder, naja, eins hatte und es auf mysteriöse Art und Weise verloren gegangen ist. Der fliegt schön gerade. Nein. Oh, so ist auch gut, so ist auch... Ach, Mist. Komm, markiert ihn nochmal. Ja. Und. Hallöchen, das war's mit ihm. Der muss aber angeschossen gewesen sein. Normalerweise killt die eigentlich nicht mit einmal. Was ich immer noch eine große Frechheit finde. Also ich finde zumindest, wenn es nicht anvisiert wird, also wenn ich jetzt praktisch manuell schieße, dann sollte die, bis auf bei dem Transport-Heli, mit einmal auch die Helis killen. Weil das ist teilweise echt schwer. Also vor allen Dingen Attack-Heli und den Mini-Heli abzuknallen, manuell ist wirklich schwer. Und dann sollte die auch mit einmal killen. Geschweige denn vor allen Dingen der kleine Helikopter, aber auch der große. So viel halten die nicht aus. Wenn die von einer Rakete getroffen werden, ist aus. Dann stürzen die zumindest ab oder sowas. Also da ist dann... Was? Der hat das sogar noch gehupt? Ich dachte, der wartet auf mich. Okay. Na, konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Also deswegen, das finde ich irgendwie ein bisschen gemein. Na klar, mit Anvisieren ist es irgendwann, wäre es wahrscheinlich lame. Da könnte ich dann verstehen, dass sie dann einfach sagen, na gut, dann geben wir da ein bisschen weniger drauf. Der will uns doch. Ich sehe es jetzt schon, wir brauchen unbedingt Deckung. Da ist auch noch die Orange. Ja, ach. Also das ist immer ein bisschen immer gemein. Weil wenn man dann so einen echten Kunstschutzschuss hinlegt und dann seht ihr auf einmal so, ja, der Trudel, dann ein bisschen. Und dann ist wieder alles cool. Und das geht eigentlich nicht. Das finde ich immer noch schade. Komm, jetzt brauchen wir die Orange. Jetzt holen wir es uns so. Gucken, ob das aus der Hüfte klappt. Nein. Nein. Okay, wir müssen also anvisieren. Aber ich mag das Visier von dem Ding hier überhaupt nicht. Komm. Ach, jetzt waren wir zu hektisch. Ich habe ihn nicht rechtzeitig gesehen. Ich habe schon vorher losgelassen, den Schuss. Na gut, wir können eigentlich auch woanders hingehen. Wir können zum Beispiel zu Dora nach oben. Warum eigentlich nicht? Gehen wir mal los. Ich meine, wir werden schon besnippt. Wo ist der denn? Da oben drauf? Ich meine, Counter-Snipen kann man mit dem Ding ja ziemlich cool, weil die halt nur mal keinen Bullet-Drop und sowas hat. Da waren sie schon näher dran. Ja gut, versuchen wir uns mal ein bisschen an dem Heli. Hallöchen. Ding. Da muss noch ein Anflug her. Drehen wir mal. Ich meine, ihr dürft jetzt auf keinen Fall hier das geilste Gameplay erwarten aus dem Helikopter raus. Ich hab den mit dem... Naja, ich spiele mit dem gar nicht so häufig, obwohl ich teilweise recht gut mit dem fliegen konnte, meiner Meinung nach. Aber schießen ist bis jetzt immer noch nicht so voll. Jetzt meins damit. Alter, wieso lebt er denn immer noch? Ja, jetzt ist wenigstens das Fahrzeug down. Gucken, ob wir da noch irgendwann einen abgrasen können. Da ist doch einer. Hallöchen. Willst du nicht etwa auf uns schießen? Kannst du vergessen. Also ich meine, da fehlt mir vor allen Dingen so die Übung mit dem Timing zwischen dem Fliegen und Schießen, wenn man hier im Endeffekt immer so ein bisschen beides macht. Da kannst du dann immer doch durch... Kacke, da treffen sie uns. Das ist ein komisches Scheißgeschütz. Das sieht noch gut aus. Das kriegen wir noch. Jetzt sind wir schon wieder halb außer Reichweite, wollte ich sagen.
Hala, guck mal, jetzt reparieren wir uns auch schon wieder automatisch. Ja, perfekt. Oh, jetzt können wir eigentlich mal wieder versuchen, auch wieder hinlang zu fliegen. Ich meine, da waren so viele Infanteristen, da muss man das auch mal ein bisschen machen. Man sieht es aber auch, dass ich mit dem nicht wirklich geübt bin. Na gut, ich dachte, er will einsteigen. Dann nicht. Ich meine, man sieht es auch daran, dass ich nicht mit dem geübt bin, weil normalerweise kämpft man dann eigentlich eher mit den Miniguns. Also die sind an sich die bessere Variante. Und jetzt haben wir den, der vorhin uns geschossen hat. Und oh, gleich noch mehr, gleich noch mehr. Da kriegen wir auch noch. Hallöchen. Nichts da. Oh, mit Gesnippe wollte ich sagen. Ihr seht's. Das. Ich meine, wir haben unsere 4, 5 Leute gekillt, glaube ich. Ist nicht so schlecht. Ja doch, es ist schlecht. Doch. Weil mit solchen Fahrzeugen, mit solchen Flugzeugen muss man in der Regel, finde ich, wenn man sagt, dass man einigermaßen gut spielt, musste dann eigentlich so 7, 8, 9 Leute gekillt haben pro Leben im Heli. Dann kann man vielleicht davon reden, dass du einigermaßen okay gespielt hast, Alter. Checken die uns nicht? Warum hat der nicht auf mich geschossen? Haben wir. Auch, ja. Sauber. Das ist unser Punkt, merke ich hier schon. Die checken uns nicht wirklich. Na, mir wäre es, als hätte ich da irgendwas huschen sehen. Aber gut. Na, da ist doch noch einer. Gucken wir mal, was die Nate uns so sagt. Da oben drauf sind auch noch, ich glaube, ein oder zwei. Einen sehe ich mindestens noch. Und einer weniger. Na? Ach, Mist. Müssen wir eigentlich mal vielleicht sogar in den Nahkampf ran. Da können wir sogar noch was anvisieren. Nee, können wir nicht. Na? Ja? Ist der von uns? Versuchen wir es mal. Nee, das sieht gut aus. Okay. Können wir den jetzt anvisieren? Nimm das! Und. Seht ihr, das ist er nämlich nur ausgeschaltet. Aber der müsste trotzdem vielleicht abstürzen, wenn wir es richtig gemacht haben. Weil der wurde auch noch von anderen behakt. Da kommt er nicht mehr so leicht weg. Wir werden es wahrscheinlich nicht rauskriegen. Ich glaube, hinter dem Gebäude sind immer noch welche. Wir können also mal ein bisschen so vorbeigucken. Am besten aber gepanzert natürlich. Ich meine, das Ding hier ist, wirkt immer ziemlich wuchtig und sperrig und weiß ich was. Aber es hält halt trotzdem ein bisschen was aus. Na. Na gut, aber immerhin Killhilfe. Aber das Ding hält durchaus ein bisschen was aus. Also selbst vom schweren Panzer, wenn man dann getroffen wird, also ein, zwei Schuss kriegt man in der Regel ganz gut weg, wenn er jetzt nicht gerade wirklich von hinten schießt oder sonst irgendwas. Oder was natürlich bei den Dingern immer sein kann, ist, dass wenn die Türen wegsprengen, dann können die nicht natürlich regulär rausschießen. Das kann nämlich schon durchaus mal passieren. Nicht wahr? Und dann sitzt ihr da einfach so vollkommen blöd in der Latte rum. Ja, fahren wir mal ein bisschen rückwärts. Komm. Können natürlich da versuchen, nach hinten durchzukommen. Wo ich bis jetzt das Gefühl hatte, dass da eine Menge Snipper waren. Und das ist immer ein bisschen gemein, weil irgendeinen übersiehst du immer und der wartet dann, bis du stillstehst, dann bist du einfach nur dood. Und das ist dann immer ein bisschen undankbar. Aber wir versuchen es einfach mal. Jetzt haben wir ja schon ein paar mit der SKS hier weggezwirbelt, die Runde. Und das ist ja schon gar nicht so schlecht. Hallöchen. Steht's doch da nicht einfach so blöd in der Gegend rum. Ich kriegen wir doch. Ah, nein. Wenn ich, oh Gott, da ist noch eine. Alter. Ach, Mist. Naja. Komm, den kriegen wir doch. Ja, sauber. Fangen wir mal wieder hier bei schön bei dem Mittelpunkt an. Da haben wir einen Snipper. Und wir haben ihn gekillt. Ah, ist das Schöne. Ich meine, jetzt klar, jetzt kommen wahrscheinlich irgendwann, wenn man wieder viel mit der SKS spielt, kommen eigentlich immer die Standardfragen so, ja, warum spielst du denn eigentlich mit dem Cobra-Visier bei einer DMA? Ich spiele sie halt ganz gerne auf nähere Distanzen und deswegen habe ich die so ein bisschen mit dabei. Für höhere Distanzen ist natürlich dann klar, es ist ein bisschen eklig mit der. Obwohl ich finde, dass die meisten Waffen eigentlich weiter schießen könnten, wenn sie das richtige Visier dafür haben. Bis auf bei der SKS. Bei der SKS finde ich eigentlich, selbst mit dem Cobra-Visier ist die... Hat die einfach, so wie jetzt zum Beispiel diese Distanzen, hat die einen extrem schönen Vorteil in ihrer Schussfolge, im Gegensatz zu den anderen DMAs. Dann ist die, komm, schon jetzt. Dann ist die einfach aber auf die Nähe, sag ich mal, musst du die einfach wirklich auch so diese Kadenz ausspielen können. Auf die Entfernung triffst du dann mit der überhaupt nicht mehr, auf die Nähe aber schon. Und dann ist so ein Cobra-Visier eigentlich eine gute Sache. Aber klar, ich könnte höchstwahrscheinlich auch ein anderes Visier nehmen und mich darauf ein bisschen einspielen. Vielleicht so, dass das ein bisschen verstärkt. Na? Gucken lieber nochmal persönlich nach. Hier sind alle dood, okay. Nicht, dass sie hier dann gleich wieder ankommen, sobald wir alle weg sind. Das geht natürlich auch nicht. Ich meine, wenn wir schon so wie ich jetzt auch, oder wie Linus und ich, ja meistens immer dann sehr schnell versuchen, auch weitere Punkte einzunehmen, weil das nur irgendwie auch Conquest ist, sollte man trotzdem schon versuchen, wenn man so einen Punkt eingenommen hat, dann auch wirklich restlos auch wegzufegen. Weil das wäre dann zu leicht. Ich meine, wenn dann mal wieder irgendeiner durchfleucht und das dann irgendwo hineinnimmt, ja, kann man jetzt nicht wirklich was großartig gegen tun. Aber das muss dann natürlich schon nicht sein, weil ansonsten ist man wirklich dann zeitlich super uneffektiv.
Vor allem, weil man es dann mit mehreren Leuten höchstwahrscheinlich so wie eben gerade den Punkt ein. Und wenn jetzt noch einer übrig geblieben wäre aus dem Gegnerteam und der das jetzt einfach gleich wieder einnehmen würde, wäre Arsch. Komm. Komm. Damn. Ich meine, wir waren zwar nicht, aber ist okay. Den kriegen wir, den anderen auch. Den kriegen wir auch noch. Ja. Schön weggezwirbelt, die Leute. Schön weggezwirbelt. So will ich das sehen. Okay. Nehmen wir uns mal ein bisschen. Hier sieht nicht danach aus, als wenn wir hier irgendwas Cooles noch hätten. Aber gut. Gehen wir mal vielleicht dann sogar zu Fuß weiter. Oh, da werden wir schon wieder besnippt. Mensch. Ach komm, nein. Wo sind wir denn jetzt? Warum war das denn keine Rampe? Da hätten wir doch ein bisschen schneller rüberfliegen können. Das wäre doch viel stilvoller gewesen als... Naja, wären wir jetzt gerade vom Snipper abgeschossen worden während der Action. Das wäre wirklich witzig. Gewesen. Nummer 1. Oh. Oh. Naja, das war nicht so gut. Und wir wurden sogar auch mit der Glock 18 abgezogen. Also wir haben tatsächlich einen Glock 18 Battle verloren. Na? Was sagt er dazu? Was sagt er dazu? Naja gut. Okay, können wir uns also sparen. Versuchen wir mal so ein bisschen mit dem Schnellpanzer. Oh, da hinten hätten wir noch eine Kleinigkeit. Getroffen. Komm schon, down. Zauber. Was? Das sind noch welche? Fahren wir mal ein bisschen näher ran. Gucken wir mal nach, wo sie sich versteckt haben. Wir meistens eher so auf der rechten Seite. Hier so zwischen diesen komischen Containern und sowas. Aber ich glaube, das ist einigermaßen safe. Dann fahren wir mal gleich weiter, bis der nach ganz nach hinten. Bis nach hinten. Also der DICE-Server ist wirklich... Ich meine, ich spiele jetzt hier meistens auf Rock'n'Roll. Das ist ein deutscher Server. Oder halt auf dem DICE-Server. So ein UK-Server. Aber... Die Ironie ist wirklich, tagsüber ist der UK, ist der Rock'n'Roll-Server teilweise so hart überladen, dass selbst die Keke voll ist, dass man sagt, okay, oder wie auch immer, dass man dann halt wirklich da nicht mal reinkommt. Aber dieser DICE-Server ist selbst teilweise, der wird sprengen, aber das war, glaube ich, ja, zu wenig. Und den kriegen wir. Der DICE-Server ist selbst noch irgendwann, ich weiß nicht, unter der Woche früh morgens oder unter der Woche spät nachts, ist der immer noch so voll, dass da immer eine Keke ist. Dann ist der Rock'n'Roll-Server teilweise leer. Also das ist ein bisschen echt so ein kleines Phänomen mit diesem DICE-Server hier. Komm, wir heilen uns ein bisschen hoch. Und wenn man dann mal gerade wieder irgendwie sehr früh zu Hause ist, wie letztens, als ich dann halt einen Werkstatttermin hatte für meinen guten Polo, ja, da ist du dann sehr früh unter der Woche da, denkst du so, oh, gut, spielst du auf dem Rock'n'Roll-Server, das hat ja ganz laute gemacht. Aber nö, dann ist da auf einmal niemand mehr drauf, aber dann ist auf den DICE-Server verlassen. Komm. Okay, das wird so nischt. Wir versuchen den vielleicht dahin ein bisschen anzujucken. Wird auch nischt. Ach, scheiße. Die schießen hier vorne schon. Die sind schon relativ nah dabei. Komm, den knacken wir doch noch. Den knacken wir doch noch. Ja, der ist weg. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Und ihr seht es an den Tickets. Es geht auch so langsam, aber sicher zu Ende. Fahren wir doch vielleicht sogar ein bisschen nach vorne. Vielleicht kriegen wir doch schnell einen kleinen Abschlusskill. Abschlusskill, komm schon. Ich sehe nichts und das war's. Das war's. Sehr gut dann, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.